Moin, ich bin Stefan, 36 Jahre alt. Bin 2006 zur Bundeswehr gegangen, zur Fanspielerei und habe dann irgendwann für mich festgestellt, dass ich quasi in der Champions League spielen will und bin dann zum KSK gegangen. Meine primären Aufgaben als Truppe ist das Führen des Kommandotrupps im Einsatz, in Übung, im Inland sowie im Ausland. Des Weiteren bin ich für die Ausbildung des Trupps zuständig, in diesem Fall für die amphibische Ausbildung. Wir haben ja 4 Verbringungsarten im Kommando. Das heißt, wir haben einmal Land, wir haben einmal Gebirge und wir haben einmal Vertikal. Und die letzte Verbringungsart, und zwar meine, amphibisch, ist alles, was mit Anschwimmen, Booten, Kajak und Dschungel zu tun hat. Du solltest definitiv sportlich ambitioniert sein, oft Sport treiben, immer am Ball bleiben, auch wenn du mal vielleicht einen Down hast. Also ich habe 2006 meine Grundausbildung begonnen in Pfullendorf, bin dann meinen Werdegang weitergegangen bis zum Feldwebel und habe mich dann 2009 dem Potenzialfeststellungsverfahren Teil 1 und Teil 2 gestellt. Die größte Herausforderung für mich war, meinen inneren Schweinehund zu überbrücken. Ich persönlich bin viel marschieren gegangen, habe meinen Geist ein bisschen geschult, Mathe trainiert, Deutsch, Rechenaufgaben. Ich würde dann euch mitgeben, niemals den Glauben an euch zu verlieren. Wenn ihr ein Ziel habt und das vor Augen habt, glaubt fest daran. Denn nur wenn ihr fest daran glaubt, werdet ihr am Ende auch dieses Ziel erreichen.